Wir haben früher immer gesagt, Feder ist die Anschlusstechnik und jetzt fächern wir das weiter auf. Das ist letztendlich dadurch entstanden, dass wir Anfragen direkt auch von Kunden hatten über den Anschluss von der Seite statt die Frontverdrahtung, wie es bei den Reihenklemmen üblich war. Und dadurch, dass wir auch in anderen Produkten schon mal Hebel integriert hatten, lag es nahe, dass wir diesen Hebel dann auch auf die Reihenklemme bringen. Für Wago ist das eine große Sache, weil das natürlich einfach ein sehr wichtiges Geschäft für uns ist. Wir müssen einfach sehen, wie wir dieses Schaltanlagenbaugeschäft weiterentwickeln. Die hohen Qualitätsanforderungen, die Wago an sich selber stellt, sind eine super Grundlage gewesen, um jetzt für ein neues Produkt auf demselben Standard weiter zu produzieren. Unser Auftrag ist ja ganz einfach, denn wir wollen Komplexes einfacher machen für den Kunden. In diesem Fall haben wir uns einfach die bestehenden Reihenklemmsysteme angesehen und uns überlegt, wie können wir die dann eben noch besser machen. Wir wollten natürlich irgendwo eine Innovation und auch was Bedienerfreundliches schaffen. Da kam uns immer wieder die Idee, wie können wir denn komplett das Werkzeug weglassen. Sind wir auf den Hebel gekommen? Das fehlt einfach noch. Das Key-Feature von der 221 übertragen auf ein anderes Produkt. Genau. Und das nächste Produkt genauso gut machen. Klasse Idee gewesen und immer noch. Aber dann das Ganze so in ein Produkt umsetzen zu können, so wie es bei der 221 gelungen ist, das kann auch nicht jeder. Die Grundidee ist ähnlich. Wir haben einen Hebel, den man aufmacht, den man wieder schließen kann, der auch offen stehen bleibt. Die Funktion, die Mechanik, die dahinter steht, ist komplett anders. Der Hebel hat uns vor eine komplett neue Montagetechnik geführt. Wir mussten viel innovieren in dem Bereich. Weil es im Bereich der Reihenklemmen natürlich noch keine Feder gab, die über einen Hebel betätigt worden ist. Das hat uns als Team auch sehr vor Herausforderungen gestellt, die wir dann aber gemeinsam gut gemeistert haben. Die hohe Anforderung an Präzision der Einzelteile, die wird nicht jeder Begleiter lösen können. Wir beziehen klar die Position, dass, liebe Kunden, wenn ihr einen richtig guten Hebel haben wollt, dann muss schon der von Wago sein. Wir haben uns was überlegt, was die anderen sich noch nicht überlegt haben. Und das Prinzip, was in unserem Produkt steckt, das wird diesmal dem Anwender und dem Kunden helfen, sein eigenes Produkt besser zu machen. Auf diesen Tag haben wir lange gewartet. Wir waren sehr froh, dass wir sehr, sehr viele Gäste zu unserer großen Enthüllung da hatten. Für den Markt ist das eine wichtige Sache, weil das das erste Mal ist, dass Reihenklemmen nun mit dem intuitivsten Werkzeug der Welt, nämlich mit der Hand, verdrahtet werden können. Endlich in den Händen zu haben und den Kunden das zu zeigen, freut einen selber sehr. Definitely kind of new way of thinking. It's a good chance for customer to feel the good experience. It's not always easy for the local people to wire our former terminal blocks, and with this easy lever operation, they now know how to handle them. We're kind of continuing on our tradition of really exceptional products. I think customers are going to love these because they're so fast and easy. And they're intuitive. Für mich als Anwendungsbauer und Anlagenhersteller ist ganz klar der Vorteil da mit diesen neuen Klemmen. Allein, weil man halt kein Werkzeug braucht und ist super einfach zu bedienen. Wir können erwarten, dass wir uns natürlich auch von unseren Kunden inspirieren lassen, welche weiteren Anwendungen sie für diese Anschlusstechnik sehen. Und dann lassen wir uns überraschen, in welche Richtung es geht.